Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Kallis Cook & Wood. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich Bruschetta mache. Oder nennt ihr es Bruschetta oder Bruschetta? Sagt mir mal, wie ihr es nennt und was ich dafür verwende und wie das geht, seht ihr nach dem Intro. Folgende Zutaten benötigen wir, kommen wir bitte ran. Wir brauchen Tomaten, Knoblauch, frischen Basilikum, ein gutes Olivenöl, Pfeffer, Meersalz, ein Ciabatta-Brot, das könnt ihr euch auch beim Bäcker kaufen. Ich habe es jetzt gestern aufgebacken und lasst es ruhig einen Tag liegen, dann ist es fürs Bruschetta deutlich besser. Und los geht's. Habt ihr mich eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das mal gerne. Unten die Glocke an, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir und danke. Wir beginnen jetzt mit den Tomaten. Kommen wir mit da ran. Machen wir uns den Strunk ab. Gewaschen sind sie schon. Halbieren. Fütteln. Nehmen wir uns eine Schale und holen mit einem Löffel das Kerngehäuse raus. Ja. Das können wir dann beiseite legen und die letzte noch. Dann legen wir uns das jetzt beiseite. Wir schneiden uns jetzt die Tomaten in kleine Würfel. Also das Fleisch von den Tomaten. Wisst ihr eigentlich, wie Bruschetta entstanden ist? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren, ob ihr es wisst. Nehmen wir uns den Knoblauch, würfeln ihn uns und hacken ihn klein. Ihr müsst ihn nicht mit reingeben, man kann auch nur das Ciabatta-Brot ein bisschen mit dem Knoblauch dann bestreichen, zeige ich euch noch. Aber die, die mich verfolgen, wissen, dass ich Knoblauch sehr, sehr gern esse. Also kommt auch noch ein bisschen mit zur Tomate dazu. Und den geben wir dann mit rein in die Tomaten. Pfeffer dazu. Salz dazu. Die genauen Mengen kommen in die Videobeschreibung. Und das kann man ruhig schon mal vorbereiten, dass es nochmal 20 Minuten durchzieht. In der Zeit lühen auch schon die Kohlen durch jetzt bei mir. Jetzt haben wir das einmal durchgemengt. Stellen wir es kurz beiseite, kümmern wir uns noch um den Basilikum. Den schneiden wir uns auch klein und hacken ihn kurz. Den geben wir noch mit rein. Hebt euch auch noch gerne ein bisschen was auf. Dann könnt ihr nachher dann noch euer Bruschetta garnieren. Das heben wir jetzt noch mit unter. Stellen wir jetzt kurz beiseite und kümmern uns ums Ciabatta-Brot. Das schneiden wir uns einfach nur in gleich dicke Scheiben. Das könnt ihr so gerade runterschneiden oder halt fürs Auge ein bisschen schräg. Wenn ihr es geschnitten habt, legen wir es beiseite. Schneiden uns den Knoblauch an und reiben den auf dem Brot. Deswegen ist es ganz gut, wenn das Brot nicht von diesem Tag ist, sondern schon vom Vortag, dann hat es mehr Festigkeit. Dann könnt ihr das schön, den Knoblauch hier drauf reiben. Wenn ihr merkt, dass es anfängt zu stocken, schneidet euch nochmal was ab. Und reibt euch das schön ein. Legen wir die beiseite und nehmen uns die nächsten. Und wer jetzt von euch denkt, der Knoblauchabschnitt hier kommt in den Müll, das könnt ihr mal vergessen. Wer den Kalli kennt,
weiß, dass er den Knoblauch dann nachher noch schön verarbeiten wird. Der kommt bei mir auf jeden Fall noch mit oben drauf. Müsstet ihr natürlich nicht machen, es sei denn, ihr mögt Knoblauch genauso gerne wie ich. Heizt euch den Dutch Oven Deckel ordentlich vor. Hat die Kohlen von Greek Fire, wisst ihr ja, haben Pfeffer ohne Ende. Geben wir einen ordentlichen Schluck Olivenöl drauf. Dann legt ihr euch gleich das Brot drauf. Das Ganze machen wir jetzt von einer Seite, bis sie da leicht goldbraun sind, ja? So wie hier. Nach 1-2 Minuten sehen sie dann so aus. Die nehmen wir jetzt mal hier runter, hier drüben hin. Jetzt geben wir hier Tomate drauf. Oh, riecht das herrlich. Und zupfen wir uns hier noch ein bisschen was ab. Basilikum. Wir sind fertig mit Garnieren. Guck mal hier. Gleich geht's ans Verkosten. Na, wem könnte denn das hier gehören? Los geht's. Mmh. Oh wow. Mmh. Oh. Also Crunch hat man, glaube ich, gehört. Richtig schön kross. Geschmacklich perfekt. Gut abgepasst. Kann ich nur empfehlen, macht's unbedingt nach. Es geht super schnell. Kleiner Snack mal zwischendurch. Also, mein Fazit. Schnelle Sache. Wenig Zutaten. Man kann auch mal ohne Fleisch irgendwas im Dutch-Ofen machen. Und auf den Kohlen, seht ihr, geht es natürlich auch. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das ja gerne. Lasst gerne mal einen Daumen hoch. Schreibt doch mal einen Kommentar unter das Video und bis dann. Mmh. Mmh. Möchtest du auch kosten? Ja. Du auch kosten? Ja. Auf jeden Fall. Und wie schmeckt's? Lecker. Lecker? Sensationell. Mmh. Ah.